gibt Gas. In Pier Express kommt das Wort Express vor. Pier Express, Servostress. Guten Tag, Monsieur. Die Papiere, bitte. Papa? Du und Öko nicht mal Müll trennen kannst du. Das ist was anderes. Ach, und was ist es dann? Na bitte. Da ist er. Sam, ein Eilauftrag. Das geht nicht. Ich muss zur Hochzeit von Nadjas Schwester. Es ist ein wichtiger Kunde. Nein, nein, ich denke, nein. Ist die Prämie. Okay, ich komme. Wie, okay, ich komme. Nur 10 Minuten und ich bekomme die Prämie. Persönliche Zustellung. Ab sofort bist du unser Kurier. Ah! Es reicht, ihren Kurier können sie vergessen. Was willst du im Hotel? Sag nicht, du triffst eine andere. Sehr erfreut. Die Summe stimmt nicht. Mehr als das habe ich nicht. Schnauze, ich will meine 100.000. 100.000 fürs Koffer abliefern? So viel Klasse hast du in dem Billigfummel nicht. Was? Das ist nicht Gucci, das ist Mucci. Wir kommen zu spät zur Hochzeit meiner Schwester und du hast ausgerechnet jetzt ein Rendezvous mit irgendeiner Tussi. Baby, hör doch zu. Scheiße! Ich kann wirklich nichts dafür, Mama. Ich komme direkt zur Kirche. Und wenn schon, es macht mir nichts aus, hinten zu sitzen. Dein Vater ist doch Polizist. Ja. Kann er uns nicht irgendwie helfen? Er ist nur ein Schmalspurbulle. Nicht mal Derek Niveau, den kann man vergessen. Derek Niveau, sieh zu, dass es echt wirkt. Ich soll dich damit haben? Na klar. Nein, nein, Papa, ich kann's nicht. Hey, ich zieh meine drüber, kein Problem. Hände hoch, aber schnell! Seit ich das Päckchen angenommen habe, krieg ich nur noch auf die Fresse. Hier, mit den Klunkern. Kannst du auch Gangster-Rapper? Yo, man, fuck you, you wanna fuck my wife, huh? You gonna kill me? So, jetzt reicht's. Glaubst du, ich hab Schiss vor so einer Alte mit ihrem Spielzeug gegen dich? Stick das Ding weg. Bitte, dann ja schon die Brust. Mich allein! Ah. Pack deine Schnalle ein, wir gehen. Der Typ spinnt. Das ist der beknackteste Plan der Welt. Immer spielt er den Clown. Wir sollten lieber ein SEK rufen. Wir sind die Kripo, das schaffen wir allein. So eine Scheiße, das ist wieder typisch. Oh. Was ist? Ich mach doch gar nichts. Hey, was glotzt ihr denn so? Ey, du bist ein Vollpfosten.